Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal bei Krieg Klassikers. Mein Name ist Sebastian Krieg und heute schauen wir uns eine Corvette C1 von 1962 an. In einem wahnsinnig tollen Zustand. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nach dem Intro geht's los. Ja, da legen wir also los mit unserer Corvette C1 von 1962. Und wie ich es gerade eben schon im Intro erwähnt habe, steht die natürlich wirklich top da. Ist ein Fahrzeug von einem Kunden von uns, der uns freundlicherweise das Fahrzeug zur Verfügung gestellt hat. Und da wir auch sehr viel Corvette machen und uns auch unter anderem spezialisiert haben auf die Corvette C1 und C2, muss ich euch natürlich dieses sehr schöne Fahrzeug zeigen. Die Farbe matcht ganz gut zu unserem Boden, muss ich sagen. In diesem wunderschönen Grau und der roten Innenausstattung, auf die ich gleich noch näher eingehen werde, schaut natürlich top aus. Einer der schönsten Corvettes überhaupt. Wir haben ja schon die C2 und die C3 bei uns auf dem Kanal präsentiert. Gerne in die Kommentare unten schreiben, welches Modell ihr am schönsten findet. Aber der schaut wirklich tipptopp aus und dann auch noch in dem Zustand. Die Karosserie besteht ja aus glasfaserverstärktes Kunstharz. Übrigens bis heute wurde der Wagen und wird der Wagen so gebaut. Insofern ist er auch relativ leicht mit einem Gewicht von 1300 Kilo. In Verbindung mit dem V8, der da verbaut ist, den wir uns auch gleich nochmal anschauen, der sage und schreibe 360 PS leistet, ist das natürlich schon ein Fahrzeug, ja, das man eher als Sportwagen bezeichnen könnte. Die C1 wurde von 1953 bis 1962 gebaut. Das hier ist quasi das letzte Modell mit einer Stückzahl von 14.531 Stück, also eher selten, was die Stückzahl anbelangt. Entsprechend sind natürlich die Fahrzeuge auch nicht ganz günstig. Aber auf die Preise gehen wir später nochmal ein, auch was die Marktlage anbelangt. Dann schauen wir uns erstmal die Front an. Mit den Doppelscheinwerfern vorne und der schönen Chromstoßstange, das Chevrolet-Logo hier vorne und natürlich der Corvette-Schriftzug verleiht dem Ganzen natürlich einen einmaligen Look. Und wenn man dann hier vorne mal über das Auto schaut, mit dieser langen Motorhaube, dem relativ kurzen Innenraum, schaut das wirklich richtig, richtig schön aus. Da haben die damaligen Designer wirklich ganze Arbeit geleistet. Die Corvette wurde, wie gesagt, 1953 das erste Mal auf den Markt gebracht und bis 1962 gab es natürlich auch entsprechende Änderungen, was die Karosserieform anbelangt. So war die erste Corvette ausgestattet mit einzelnen Scheinwerfer und später dann mit Doppelscheinwerfer. Auch anfangs gab es nur Sechszylinder bei der Corvette. Das wurde dann stetig verbessert, weil man natürlich mit einem Sechszylinder mit der Konkurrenz nicht mithalten konnte. Insofern wurden dann nach und nach auch Achtzylinder verbaut, unter anderem auch ein 289 Cubic Inch. Und dann die stärkste Ausbauform ist dann quasi das Auto, was wir hier sehen, 1962, mit dem 327 Cubic Inch Motor und den 360 PS. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Seite und schauen uns das Fahrzeug von der Seite an. Ja, und da sehen wir halt auch diese wunderschöne Form. Ne? Gerade als Cabrio, den Wagen gab es ja auch nur als Cabrio. Die C1 ist nur als Cabrio gebaut worden, 4,25 Meter lang. Also eine Länge, die jetzt nicht unbedingt vergleichbar ist mit anderen amerikanischen Fahrzeugen, wie zum Beispiel den Cadillac oder sonst irgendwas, wo man dann Probleme hat, sein Fahrzeug unterzubringen. Das hat man hier nicht. Wirklich richtig schön kompakt. Übrigens 1,80 Meter breit. Insofern passen die Dimensionen auch sehr, sehr gut zusammen. Ja? Wenn wir dann auf die Seite nochmal schauen, mit diesen Lufteinlässen hier, auch sehr schön. Dann hier das Chevy-Logo, dann auch hier schön die originalen Räder und Felgen mit diesen Schraubverschlüssen. Dann haben wir hier die Wrap-Around-Windschutzscheibe. Das bedeutet, dass die Windschutzscheibe hier um die Ecke geht. War auch das letzte Modell, in dem die verbaut wurde. Sorgt auch für eine sehr, sehr gute Rundumsicht. Wir haben sehr viel Chrom natürlich hier und bei dem Auto fällt es natürlich auf, dass das Chrom in einem sehr, sehr guten Zustand ist und somit ist das Gesamterscheinungsbild von dem Fahrzeug natürlich entsprechend schön.
Wie gesagt, ist ein Cabrio, kann man auch zumachen, das zeige ich euch gleich nochmal. Und dann werfen wir noch einen Blick nach hinten auf die Corvette. Ja, da sind wir am Heck angelangt und die schaut natürlich von hinten genauso schön aus wie auch von vorne und von der Seite. Ja, mit diesen typischen Rundscheinwerfern viermal. Ja, und dann die Stoßstange, die quasi dreigeteilt ist. Ja, man hat hier die eine Stoßstangenseite, dann hier um das Nummernschild rum die nächste Stoßstangenseite und dann hier links noch der dritte Teil. Hier oben das noch sehr schöne Chevrolet Corvette-Zeichen. Das ist nicht der Tank. Bei dem Nachfolgemodell ist es ja so, dass der Tank hier oben ist, wo der bei der C1 ist. Das werde ich euch gleich noch zeigen. Wie gesagt, 1,82 Meter breit der Wagen. Und auch hier, wenn man diese Sicht hat nach vorne, wirklich ein ganz, ganz tolles Auto. Und auch mit dieser Kante hier, die durchgeht bis nach vorne, wirkt das natürlich sehr, sehr stimmig. Ja, wenn wir schon hier hinten sind, werfen wir mal kurz einen Blick in den Kofferraum. Der ist nämlich relativ groß für das Fahrzeug. Und um den zu öffnen, müssen wir, was ihr da draußen hört, ist eine Cobra. Wir sind hier im Betrieb. Insofern kann sein, dass mal das ein oder andere Auto läuft. Wir wollten uns den Kofferraum anschauen und dann gehe ich jetzt mal zum Wageninnern. Und da gibt es einen Hebel hier, den man betätigt. Und dann kann man den Kofferraum öffnen. Man braucht theoretisch für die Corvette keine Schlüssel, um alles aufzumachen. Und wenn man da mal reinschaut, dann hat man hier schon sehr, sehr viel Platz, finde ich. Für so ein kleines Auto passen da gut und gerne drei Koffer rein. Und dann kann man, da es ja ein Zweisitzer ist, ohne Probleme am Wochenende irgendwo hinfahren und hat genügend Platz, sein Gepäck zu verstauen. Ihr werdet euch bestimmt fragen, wo denn die Auspuffrohre hingekommen sind von der Corvette, weil da unten sind keine vorhanden. Die sind tatsächlich an der Seite, links und rechts, gehen die quasi am Hinterrad entlang und kommen da unten raus. Also eher eine dezente Variante von einer Auspuffanlage. Und dann fehlt nur noch euch zu zeigen, wo die Tankklappe ist von der Corvette. Wie gesagt, bei den C2 war die ja hier hinten am Kofferraum und bei der C1 ist die hier ganz normal an der Seite, was natürlich, finde ich, besser ist, weil dann kommt man nicht in Gefahr, dass man irgendwie den Lack zerkratzt und hat hier ganz normal seinen Tankeinfüllstutzen an der Seite. Dann fehlt noch das Wichtigste natürlich an der Corvette und das ist der Motor und den schauen wir uns jetzt an. Um die Motorhaube zu regeln, müssen wir auch in den Innenraum und einen Hebel betätigen. Und dann kann man die Haube öffnen. Finde ich ganz cool, wenn die so nach innen aufgeht. Und dann haben wir hier einen auch sehr schön aufgeräumten und in einem perfekten Zustand aussehenden V8 327 Cubic Inch mit 5,8 Liter, der den Wagen auf sage und schreibe 241 km/h beschleunigen soll. Schon krass, mit 360 PS. Ja, also das ist mehr als unser Ford Mustang 428 und als jeder Mustang, den ich eigentlich kenne. Und wie gesagt, bei den Corvette oder bei der Corvette C1 das leistungsstärkste Aggregat. Also muss wirklich sagen, selten einen Motorraum gesehen, der so schön und so aufgeräumt ist. Da kann ich unseren Kunden nur gratulieren, so ein tolles Fahrzeug erworben zu haben. Auch diese Schriftzüge hier, diese Corvette-Schriftzüge, schauen sehr klassisch aus. Passt alles zusammen. Oft ist es ja so, dass man irgendwie ein Auto kauft und dann schaut er partiell irgendwie schön aus, dass er irgendwie einen tollen Lack hat, aber dafür schaut der Motor nicht so schön aus oder der Innenraum oder andersrum. Aber hier ist wirklich alles in einem sehr gepflegten Zustand. Eigentlich ein Auto, wo man auch denken könnte, dass der gerade frisch von einer Restauration kommt. Dann haben wir den Motor und jetzt werfen wir noch einen Blick in den Innenraum. Und dann nehme ich mal Platz in der Corvette C1. Was natürlich als allererstes auffällt, ist, dass die Beinfreiheit bzw. der Platz zwischen Sitz und Lenkrad nicht allzu groß ist. Das heißt, wenn ich da drin sitze, muss ich schon eher breitbeinig da sitzen, um da wirklich Platz zu haben. Aber auch hier, ne? Wir haben ja schon über den Zustand des Fahrzeuges gesprochen und das setzt sich hier natürlich fort. Was ich immer ganz cool finde an den Corvettes, ist dieser Haltegriff hier. Ich erinnere mich, wie gesagt, immer an die G-Klasse, weil ich mal eine hatte. Dann haben wir hier eine offene Ablage oder ein offenes Handschuhfach. Auch sehr schön, dieser Corvette-Schriftzug, dieser geschwungene. Und wenn wir mal hier rüber gehen, die ganzen Anzeigen schauen tipptopp aus. Da unten eine schöne Analoguhr, Temperaturanzeige.
Dann haben wir hier die Wonderbar. Das ist das originalgetreue Radio. Aschenbecher darf natürlich auch nicht fehlen. Und wir haben einen Viergang-Schalter. Wir werden heute leider keine Probefahrt machen können. Wir werden aber den Wagen anlassen natürlich und über den Hof fahren. Aber mehr ist heute leider nicht drin, weil der Kunde sein Fahrzeug abholt. Der ist schon gewaschen. Und das wird zeitlich einfach leider zu knapp. Aber dennoch wollte ich das Video für euch machen, weil der Wagen einfach in so einem tollen Zustand ist. Wenn wir uns mal die Instrumente anschauen, dann haben wir hier in der Mitte Drehzahlmesser. Finde ich auch super cool. Kenne ich eigentlich nur von Porsche, dass man in der Mitte den Drehzahlmesser hat, da oben den Tacho, der bis 160 Meilen geht. Und dann die üblichen Anzeigen wie Benzin, Temperatur, Batterie, Ölanzeige. Alles an seinem Platz. Das Lenkrad ist, ja, ist nicht allzu groß, aber dennoch, wie gesagt, sitzt man etwas nah am Lenkrad. Aber da das ein Sportwagen ist und wenn man sportlich fährt, sollte man sowieso beide Hände am Lenkrad haben und auch das Lenkrad relativ nah am Körper haben. Insofern macht das vielleicht nicht allzu viel aus. Hier haben wir noch den Blinkerhebel. Oben auf dem Armaturenbrett einen Lautsprecher und dann dieser wunderschöne Rückspiegel, der auch ausschaut wie neu, platziert im Innern des Fahrzeuges. Ne? Schönen Sonnenblenden und auch der Innenraum, wie gesagt, in einem ganz tollen Zustand. Eines wollte ich euch noch zeigen. Wir haben hier ein kleines Staufach. Finde ich auch sehr, sehr cool. Und wenn man hier drauf drückt, dann ist dort das Verdeck platziert oder versteckt und aufgeräumt. Aber ich denke, mit so einem Auto fährt man eher offen. Insofern wird es wahrscheinlich die meiste Zeit im Verdeckkasten bleiben. Ja, auch alles, was man hier anfasst, fühlt sich sehr, sehr wertig an und es funktioniert alles. Also es ist wirklich eine Freude, so ein tolles Auto. Und ich hoffe, dass das auch so rüberkommt in dem Video. Was kostet so ein Auto und wie ist die Marktlage? Natürlich nicht ganz einfach, solche Fahrzeuge zu finden, vor allen Dingen in so einem Zustand. Das geht los ab 100.000 Euro und höher, je nachdem, wie gesagt, in welchem Zustand das Fahrzeug ist, ob es restauriert wurde, ob es komplett restauriert wurde und in welchem Umfang. Wie gesagt, wenn ihr auf der Suche seid nach so einem Auto oder wenn ihr eine Corvette habt, vor allem C1, C2, dann seid ihr bei uns in der Werkstatt bestens aufgehoben, weil das einer unserer Spezialgebiete ist. Auch die Restauration. Teile, Verfügbarkeit, wenn ihr euch dann überlegt, so ein Fahrzeug zu kaufen, habe ich ja in vielen Videos gesagt, ganz wichtiger Part, über was man sich Gedanken machen sollte, bevor man sich ein Oldtimer kauft. Wie schaut es aus mit der Teileverfügbarkeit? Und die ist bei der Corvette sehr, sehr gut. Bekommt man fast alle Teile und auch relativ schnell. Und reparieren lässt sich die Corvette auch sehr, sehr gut. Und gerade durch die Beschaffenheit der Karosserie hat man auch sehr, sehr wenig Rostprobleme. Insofern ist es ein relativ gut zu wartendes und zu reparierendes Fahrzeug. Bevor wir jetzt noch eine kurze Probefahrt machen da draußen, das wird der Fabio für uns machen und ich werde den filmen dabei, will ich euch noch unseren Online-Shop ans Herz legen. Blende ich euch unten mal ein. Da gibt es verschiedene Artikel mit unserem Logo drauf, mit jetzt einem Design von unserer Mach 1, die wir verkauft haben. Da gibt es Taschen, Tassen, T-Shirts, Cappies, alles, was das Herz begehrt. Könnt ihr gerne mal einen Blick reinwerfen, blende ich euch unten mal ein. Ja, dann hole ich jetzt nochmal den Fabio dazu und er wird eine kleine Probefahrt mit dem Auto machen und euch zeigen, wie der Wagen klingt. Ja, das war's schon wieder für heute mit dem Video über unsere Corvette
C1 1962. Leider hat es, wie gesagt, nicht zu einer ausgiebigen Probefahrt gereicht. Aber ich denke dennoch, dass es sich gelohnt hat, euch das Fahrzeug zu zeigen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Zeit. Und wir sehen uns sehr, sehr bald zum nächsten Video. Am nächsten Sonntag auf unserem Kanal Bike Ring Classicars. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Das würde uns sehr freuen. Insofern, bis sehr bald. Ciao und Servus.